25. März 1988. Aurora, Colorado, USA. Die 18-jährige Lisa Marie Kimmel wohnt seit kurzem in Aurora, einem Vorort von Denver. Hier arbeitet sie in einem Restaurant, das zu einer größeren Kette gehört. Nach ihrem Highschool-Abschluss ist Lisa aus ihrer Heimatstadt Billings in Montana weggezogen, hat aber weiterhin einen sehr guten Kontakt zu ihrer Mutter Sheila, die in einer leitenden Position für die Restaurantkette arbeitet. Sheila lebt weiterhin in Billings, ist aber beruflich oft in Aurora und wohnt dann bei ihrer Tochter. Beide pendeln viel zwischen den beiden Städten hin und her, um sich gegenseitig zu besuchen. Im Moment ist Sheila gerade wieder bei Lisa in Aurora, doch beide wollen an diesem Tag die Reise nach Billings antreten. Sheila fliegt wie üblich mit dem Flugzeug, aber Lisa hat dieses Mal geplant, die weite Strecke mit dem Auto zu fahren. Das hat einen besonderen Grund. Auf diese Art kann sie ihren Freund Ed treffen, mit dem sie seit einigen Monaten eine Fernbeziehung führt. Ed wohnt in Cody, Wyoming, sodass sie auf der Fahrt einen Abstecher zu ihm machen kann. Anschließend möchte sie ihn mitnehmen, um ihn ihren beiden Schwestern vorzustellen. Sheila kennt Ed bereits und findet ihn sympathisch. Lisa hofft, dass auch ihre zwei Schwestern Ed mögen werden. Bevor die lange Autofahrt losgeht, wird alles ausführlich besprochen. Ed beschreibt Lisa, welche Route sie fahren muss, und Sheila geht diese direkt vor der Abfahrt nochmal auf der Landkarte mit ihr durch. Sowohl Ed als auch Sheila machen sich Sorgen, weil Lisa so lange allein mit dem Auto unterwegs ist. Das Auto ist zwar neu und wird bestimmt keine Probleme machen, aber der Weg führt auf einsamen Straßen durch weite, unbesiedelte Landschaften, in denen man sich leicht verfahren kann. Außerdem wird sie den letzten Teil der Strecke im Dunkeln fahren müssen und erst nach Mitternacht bei Ed sein. Lisa ist auf der Fahrt vollkommen auf sich gestellt, denn es gibt noch keine Handys und kein GPS. Sie ist sich dennoch sicher, dass sie die Reise antreten will. Auch schlägt sie das Angebot ihrer Mutter aus, nicht mit dem Flugzeug zu fliegen, sondern sie im Auto zu begleiten. Ein wenig aufgeregt ist Lisa zwar auch, aber sie will ihren wagemutigen Plan umsetzen, denn sie freut sich auf die Zeit zu zweit mit Ed. Um 16.45 Uhr ruft sie Ed nochmal an, um ihm zu sagen, dass sie jetzt losfährt und ihn zu informieren, dass sie etwas Verspätung haben wird. Erst fährt sie Sheila zum Flughafen und macht sich dann auf den langen Weg nach Cody in Wyoming. Es gibt zunächst keine Schwierigkeiten auf der Fahrt. Lisa fährt vorsichtig und achtet darauf, nicht von der Route abzukommen. Sie hat es allerdings eilig, da sie ja mit Verspätung losgefahren ist, und so drückt sie ein bisschen stärker aufs Gaspedal. Um 21.06 Uhr wird ihre Fahrt gestoppt. Ein Polizeibeamter der Wyoming Highway Patrol hält sie an, da sie mit leicht überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist. Es ist schon dunkel und Lisa hat ein mulmiges Gefühl, nun anhalten zu müssen. Der Polizist verlangt von ihr, die Geldstrafe sofort zu bezahlen, wie es für Autofahrer, die nicht aus Wyoming kommen, Vorschrift ist. Da sie nicht genug Geld dabei hat, fährt sie zu einem Geldautomaten in der nahegelegenen Stadt Douglas, während der Polizist ihr in seinem Streifenwagen folgt. Lisa muss jedoch feststellen, dass ihre Bankkarte bei dieser Bank nicht akzeptiert wird. Der Polizist steht jetzt vor der Wahl, die 18-Jährige bis zur Zahlung in Haft zu nehmen oder ein Auge zuzudrücken und sie wegfahren zu lassen. Er entscheidet sich für Letzteres, weist sie aber an, die Strafe schnellstmöglich per Scheck zu bezahlen. Lisa atmet auf, steigt in ihr Auto und fährt weiter. Jetzt hat sie noch mehr Verspätung. Inzwischen ist es nach Mitternacht. Ed schaut unruhig auf die Uhr. Wann ist seine Freundin endlich da? Hat sie die Fahrt gut geschafft oder gab es Probleme? Handys gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weshalb Ed keine Möglichkeit hatte, Lisa zu erreichen. Die Zeit verstreicht. Es wird 1 Uhr, 2 Uhr, dann 3 Uhr. Lisa ist noch nicht da und Ed macht sich immer größere Sorgen. Er weiß genau, wie einsam und groß das Gebiet ist, durch das sie fahren muss. Ed macht sich Vorwürfe, dass er ihr nicht von der Fahrt abgeraten hat, aber vor allem macht er sich riesige Sorgen. An Schlaf ist in dieser Nacht nicht zu denken. Als der Morgen dämmert, greift Ed zum Telefon. Sheila muss inzwischen zu Hause sein, denn sie war ja mit dem Flugzeug unterwegs. Hoffnungsvoll fragt Ed Sheila, ob sie etwas von Lisa gehört hat. Am Telefon kann er hören, wie entsetzt Lisas Mutter ist. Auch sie hat nichts von ihrer Tochter gehört und sie dachte, Lisa sei bei Ed, wie sie es ursprünglich geplant hatte. Beiden ist klar, Lisa ist irgendwo auf der einsamen, gefährlichen Strecke verschwunden. Panik bricht aus. Nicht nur bei Sheila und Ed, sondern auch bei allen aus Lisas Familie, die nun von der schlimmen Neuigkeit erfahren.
Sheila zögert nicht und meldet ihre Tochter sofort bei der Polizei vermisst. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, wie die weiteren Ermittlungen der Polizei verlaufen. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Die letzte Person, die Lisa gesehen hatte, war ausgerechnet ein Polizist. Der Highway Patrol Officer, der sie wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten hatte. Doch mehr als dass sie weiter in Richtung ihres Zieles gefahren ist, wusste er auch nicht. Während die Polizei mit der offiziellen Suche nach Lisa und ihrem Auto begann, begab sich auch ihr Vater Ron auf die Suche. Ron charterte ein Flugzeug, um das weitläufige Gebiet von North Wyoming aus der Luft abzusuchen. Er hielt insbesondere Ausschau nach Lisas schwarzem Honda, der aus der Luft gut zu sehen sein müsste, doch er hatte keinen Erfolg. Als nächstes verteilte er Flyer mit einem Bild und einer Personenbeschreibung von Lisa. Sheila bewachte zu Hause das Telefon, falls sich jemand meldet, der Informationen hat. Die Familie wendete sich zudem an die Presse und schaltete einen Privatdetektiv ein, doch alles half nichts. Lisa blieb verschwunden. Es meldeten sich zwar Zeugen, aber sie wussten nur, dass sie Lisas Auto gesehen hatten. Diese Informationen kamen aus verschiedenen Städten entlang der Strecke, die Lisa fahren wollte. Die letzte Meldung kam aus Buffalo. Es ist also unklar, ob Lisa noch weitergefahren ist oder bereits in Buffalo verschwunden ist. Alle waren sich sicher, dass Lisa keinesfalls freiwillig verschwunden sein kann. Sie führte ein glückliches Leben, hatte keine Probleme und hatte sowohl mit ihrer Familie als auch mit ihrem Freund und ihrem Freundeskreis ein harmonisches Verhältnis. Zudem war sie unterwegs zu einem festen Ziel, ihrem Freund in der Stadt Cody. Sich tagelang nicht zu melden oder einfach nicht zu einer Verabredung zu kommen, ohne Bescheid zu sagen, entsprach Lisas Persönlichkeit eigentlich nicht. Es war klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Entweder hatte sie einen Unfall oder sie ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Wenn sie einen Unfall gehabt hätte, müsste jedoch normalerweise ihr Auto auf oder an einer Straße gefunden werden, doch der Wagen blieb genauso verschwunden wie Lisa selbst. Das Auto war unverwechselbar, denn es hatte ein Nummernschild mit der Aufschrift Lil Miss. Außerdem waren erst sehr wenige Autos dieses Modells verkauft worden. Plötzlich kam ein Hinweis von zwei Männern, die angaben, Lisa in Buffalo in einem 7-Eleven-Store gesehen zu haben und das um die Mittagszeit am Tag nach ihrem Verschwinden. Vier andere Zeugen sagten ebenfalls aus, dass sie Lisa an dem Tag in Buffalo gesehen haben. Es schien also, als hätte Lisa in Buffalo Halt gemacht, um zu tanken, und als hätte sie erhebliche Verspätung gehabt. Das wäre durchaus möglich, da sie durch die Polizeikontrolle aufgehalten wurde und dann möglicherweise in der Nacht nicht mehr weiterfahren wollte. Vielleicht hat sie irgendwo Rast gemacht und ein paar Stunden geschlafen, bevor sie in Richtung Buffalo weitergefahren ist. Warum sie zwischendurch dann nicht ihren Freund angerufen hat, ist unklar, aber vielleicht hat sie kein öffentliches Telefon gefunden. Der Ausgangspunkt der weiteren Suche war also Buffalo, eine Kleinstadt in der Wildnis von Wyoming. Lisas Vater durchkämmte die kleine Stadt und fragte in allen Hotels und Geschäften nach Lisa, aber es gab keine weiteren Hinweise. Nachdem Ron schon nach Billings zurückgekehrt war, erhielt die Familie schließlich am 8. April einen Anruf der Polizei, der ihre schlimmsten Befürchtungen wahr werden ließ. Lisa wurde tot aufgefunden. Jemand hatte 1,5 Meilen von der kleinen Stadt Casper entfernt eine leblose und zum Teil unbekleidete Frau im North Platte River entdeckt. Casper befindet sich rund 100 Meilen von Buffalo entfernt, dem Ort, wo Lisa zuletzt gesehen wurde. Forensische Untersuchungen ergaben schnell, dass es sich um Lisas Körper handelte und es war auf den ersten Blick klar, dass sie übel zugerichtet wurde. Die Untersuchungen ergaben, dass Lisa über mehrere Tage hinweg gefesselt war, heftig geschlagen wurde und es gab Anzeichen für intime Übergriffe. Anschließend hatte der Täter mit einem stumpfen Objekt auf ihren Schädel eingeschlagen und mehrmals auf sie eingestochen, was letztendlich zu ihrem Tod führte. An einer Brücke in der Nähe ihres Fundortes wurden Blutspuren entdeckt, was darauf schließen lässt, dass sie von dort ins Wasser geworfen wurde. Lisa wurde also entführt und ermordet. Die Ermittler vermuten, dass der Täter aus der Gegend von Buffalo oder Casper kommen muss, da die Brücke ziemlich versteckt liegt und schwer zugänglich ist. Doch trotz der relativ niedrigen Einwohnerzahlen gab es keine Anhaltspunkte, wo die Ermittler mit der Suche nach Verdächtigen anfangen sollten. Die Polizei suchte daher vor allem weiter nach Lisas Auto, in der Hoffnung, dass dieses sie zum Täter führen würde, aber der Wagen konnte nirgends entdeckt werden. Jahre vergingen, ohne dass die Ermittlungen Fortschritte machten, und so wurde der Fall schließlich zum Cold Case.
Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnte, einige Jahre später sollte der Täter im Fall Lisa Marie Kimmel über einige Umwege schließlich doch noch identifiziert werden. Im Jahr 1997, 9 Jahre nach Lisas Ermordung, ereignete sich ein weiterer Vorfall. Ein junges Paar namens Scott und Shannon Breeden fuhr zusammen mit ihrem Baby auf dem Weg von Michigan nach Washington und hatte mitten im Nirgendwo eine Panne. Keiner der wenigen vorbeikommenden Autofahrer wollte ihnen helfen. Erst am nächsten Morgen kam dann doch noch Hilfe. Ein Mann mit einem Van nahm die Familie mit. Er versprach sogar auch, dass sein Bruder das Auto der Familie reparieren würde. Auf der Fahrt bekam die junge Mutter ein eigenartiges Gefühl. Irgendetwas an dem Mann war ihr unheimlich. Auf einmal hielt der Mann an, um sich neben der Straße zu erleichtern. Danach meinte er, Shannon solle weiterfahren und stieg selbst zu dem Familienvater und dem Baby auf die Rückbank. Shannon fuhr los, doch dann hörte sie ein klickendes Geräusch von hinten. Im Rückspiegel sah sie, dass der Fremde ein Gewehr auf ihren Mann und ihr Baby richtete. Er sagte, Shannon solle vom Highway abfahren und in eine Wüstenstraße abbiegen, doch dieser Forderung kam die verängstigte Frau nicht nach. Stattdessen nahm sie ihren Mut zusammen und versuchte dem Mann die Waffe aus der Hand zu schlagen, während sie das Auto kontinuierlich im Kreis lenkte. Der Mann schaffte es, den Schlüssel aus dem Zündschloss zu ziehen, doch als das Auto anhielt, sprangen Scott und Shannon mit ihrem Baby heraus und liefen weg. Dem Fremden gelang es schließlich doch noch, Shannon einzuholen, und die zwei lieferten sich einen Kampf, bei dem der Mann mit einem Messer auf Shannon losging. Scott konnte ihn gerade noch aufhalten. Er überwältigt den Mann und schlägt ihn bewusstlos. Die junge Familie fuhr anschließend zur Polizei in die nächstgelegene Stadt, um den Mann an die Polizei zu übergeben und anzuzeigen. Dieser gab zu, das Paar angegriffen zu haben, erzählte jedoch, dass er auf diese Art sein Leben beenden wollte, weil er eine tödliche Krankheit habe. An dieser Geschichte zweifelten die Polizisten, und zwar zu Recht. Sie untersuchten den Van des Mannes und fanden ein paar Handschellen. Das war, im Zusammenhang mit dem Angriff auf Scott, Shannon und ihr Baby, eindeutig genug, um ihn zu verhaften. Wie sich schnell herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um den 52-jährigen Dale Wayne Eaton, der eine lange Liste von Vorstrafen hatte, unter anderem auch schon wegen eines Messerangriffs auf eine Frau in seiner Jugend. Eaton wurde wegen des Angriffs auf das junge Paar zu 2 bis 5 Jahren Bewährungsstrafe verurteilt und musste vorab 1 Jahr lang in Verwahrung bleiben. Von dort flüchtete er jedoch nach 2 Monaten. 3 Monate später fand die Polizei ihn aber in einem Wald in Wyoming. Zu diesem Zeitpunkt trug er eine Waffe bei sich. Für den Besitz dieser Waffe wurde er nun zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Im Gefängnis griff er dann einen Mitinsassen gewaltsam an, wobei dieser starb. Im Jahr 2002 liefert ein DNA-Test dann ein Ergebnis, das die Ermittlungen in eine ganz neue Richtung lenkte. Die Spuren an Lisa Marie Kimmels Körper wurden mit neueren Methoden untersucht. Das Ergebnis zeigte, dass die DNA zu dem in Haft sitzenden Eaton passte. Am 17. April 2003 erzählte Eaton einem Arzt von der Tat und bei seinem Prozess im Jahr 2004 legte er ein Geständnis ab. Er berichtete auch genaueres über die Tat. Eaton hatte damals Lisa entdeckt, wie sie mit ihrem Auto auf seinem Grundstück in der Nähe der Stadt Casper Halt machte. Hier zwang er sie mit vorgehaltener Waffe, mit ihm in einen ausgedienten Schulbus zu kommen, in dem er derzeit lebte. Dort fesselte er sie und er verging sich über 4 Tage an ihr, bevor er mit ihr zu der Brücke fuhr, wo er sie mit einem schweren Stein und einem spitzen Gegenstand übel zurichtete, bevor er sie letztendlich in den Fluss warf. Wo Lisas Auto war, erzählte Eaton nicht selbst. Der Hinweis kam von einer Nachbarin. Sie hatte in den Tagen von Lisas Verschwinden beobachtet, wie Eaton ein sehr großes, tiefes Loch auf seinem Grundstück gegraben hat. Die Ermittler gingen dem Hinweis nach und entdeckten dort tatsächlich Lisas Auto unter der Erde. 15 Jahre nach Lisas Ermordung war die schreckliche Tat nun also endlich aufgeklärt. Hätten Scott und Shannon sich nicht so wehrhaft gezeigt, wäre Lisas Fall vermutlich nie geklärt worden und sie selbst wären ebenfalls zu den Opfern von Dale Eaton geworden. Aufgrund der beiden brutalen Taten und des auffälligen Verhaltens des Mannes halten es die Ermittler für denkbar, dass es sich bei Eaton um einen Serientäter handeln könnte. Dazu passt, dass in den Jahren von 1983 bis 1996 mehrere ungeklärte Mordfälle in der Gegend stattgefunden haben. Weitere Opfer wurden allerdings bisher nicht gefunden und Eaton hat auch keine weiteren Taten zugegeben. Jetzt wird er zumindest niemanden mehr überfallen oder töten können, jedenfalls nicht außerhalb des Gefängnisses, denn Eaton sitzt nun lebenslang hinter Gittern.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung, dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.